Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kerkhoff, wir haben uns eigentlich gut verstanden in der Chemie-Enquete. Deshalb sage ich mal, bin ich jetzt etwas ratlos nach Ihrem Debattenbeitrag, weil wir ja hier einen Antrag von Ihnen vorliegen haben, der eine relativ komplizierte Rechtsmaterie beschreibt. Und es ist nicht hier die Landesregierung, die diese Verspätung verschuldet hat, sondern das, was die Bundesregierung letzten Endes versäumt hat, ist eine längst überfällige Anpassung der Europäischen Chemikalienverordnung. Und wie Sie auch sicherlich wissen, ist ein Vertragsverletzungsverfahren auf dem Weg. Und sicherlich braucht es die Fachlichkeit zweier Ressorts, um daran mitzuwirken, dass es eben keine rechtlichen Unklarheiten am Ende gibt für diesen Gesetzentwurf, der aus meiner Sicht viel zu spät vorgelegt worden ist. Und wir betroffen sind von diesem Gesetzentwurf unterschiedliche Parteien. Es ist zum einen die Bevölkerung, die sich aus den Gefahren betroffen ist, die Bevölkerung. Wir müssen den Schutz gewähren, die aus den Gefahren sich ergeben von Störfällen, von Betrieben, die mit gefährlichen Stoffen umgehen. Aber auf der anderen Seite brauchen auch Behörden und Betriebe selber Klarheit im Genehmigungsverfahren. Und ich denke mir, an der Stelle sind wir uns ja sehr einig, weil wenn Sie etwas, so wie ich, denke ich mir auch, in der Kommunalpolitik verortet sind, wissen Sie auch, dass Gebühren für Abwasser, für Müll, sehr, sehr beliebt für Straßenreinigung, nicht am Ende durch Gerichtsurteile ermittelt werden. Und das darf uns hier an dieser Stelle nicht passieren. Und deshalb ist es wichtig, dass alle daran arbeiten, am Ende der Strecke zu einer vernünftigen Lösung zu kommen. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass die Landesregierung auch ihr Übriges dabei beiträgt, eine gute Lösung für Nordrhein-Westfalen zu finden. Und bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit oder Öffentlichkeitsbeteiligung ganz allgemein gesprochen, kann ich nur sagen, es ist eigentlich aus Sicht der Betreiber höchste Zeit, von sich aus aktiv zu werden und nicht nur immer durch Gesetzeslagen aufgefordert zu werden, frühzeitig Öffentlichkeit herzustellen, die Menschen, die dort herumwohnen, auch mit einzubeziehen. Das schützt nämlich am Ende der Strecke im Genehmigungsverfahren davor, dass es zu aufwendigen Einsprüchen seitens Dritter kommen kann. Und da kann ich Ihnen auch gerne auch genügend gute Beispiele nennen, gerade aus der Region, wo ich komme, dass gerade durch frühzeitige freiwillige Öffentlichkeitsbeteiligung allen Beteiligten in einem Verfahren auch die Prozesse erleichtert worden sind. Und gerade hier in Nordrhein-Westfalen, wo ja historisch gewachsen die Wohnbebauung nahe an den Betrieben heranreicht, beziehungsweise auch ganz bewusst ja auch Wohnbebauung in unmittelbarer Nähe zu den Betrieben errichtet worden ist, sind die Gründe für diese Anordnung sehr vielfältig. Und nicht zuletzt darf man auch nicht vergessen, dass das auch eigene kommunale Fehlplanungen sind, die am Ende dazu geführt haben. Und dieser Gesetzentwurf liegt jetzt auf dem Tisch zur Beratung vor. Die Landesregierung arbeitet sehr gut daran, gemeinsam zu einer guten Lösung für Nordrhein-Westfalen zu kommen. Und ich denke mir, dass der Antrag damals wichtige Fragen aufgeworfen hat. Er bringt uns leider an dieser Stelle nicht weiter. Sie haben aus meiner Sicht versäumt. Und wir hatten ja auch ein Angebot gemacht, gemeinsam vielleicht noch mal zu ergänzen bzw. ihn zu verändern. Das haben Sie nicht gemacht an dieser Stelle. Und deshalb kann ich nur sagen, dieser Antrag taugt nicht für eine allgemeine wirtschaftspolitische Debatte und wir werden ihn ablehnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau.